Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Tell Me Why. Wir haben es geschafft, das Rätsel nicht zu lösen und die Tür aufzubekommen zur Mutters Stube. Was mich ein Scheißdreck interessiert, haben wir die Tür einfach mal aufgebrochen. So, wir suchen aber immer noch das Tagebuch. Jetzt gucken wir mal, ob wir es nicht finden können. Da, Erinnerung. Ich dringe mich zu Ihnen durch. Was auch immer los ist, ich komme nicht an Sie ran. Ach, Sie haben mir früher alles erzählt, aber Sie blocken mich ab, Tessa. Sie machen dicht. Oh, wer ist Tessa? Ich habe gerade so viel um die Ohren und... Sie sind überzeugt, dass ich Ihnen Böses will. Keine Ahnung, warum. Ich brauche Sie. Meine beiden kleinen Kobolde. Ich erinnere mich. Sie hat geweint. Wir haben an der Tür gelauscht. Sie so zu sehen, als ob sie noch hier ist. Das... Es ist zum Kotzen. Sie war ein psychisches Wrack in den letzten Monaten, oder? Die Nähstunden waren die schlimmsten. Das glaube ich. Sie hat all unsere Kleidung genäht. Sie brauchte unsere Hilfe. Und ich bin ganz froh, eine gerissene Naht nähen zu können. Das wollte ich mal lesen. Aber die Kapitel waren ganz durcheinander. Ist der Autor nicht durchgedreht oder so? Klar, dass es Marianne gefiel. Ich kann auch nähen, nur so nebenbei. Direkt in den Müll? Nee, das können wir im Internet verkaufen. Stimmt. Vielleicht an irgendwelche Typen, die Clown-Gemälde von Serienkillern sammeln. Na, was ist das für ein Bild? Sie und Tessa waren beste Freundinnen, bis es plötzlich vorbei war. Was ist passiert? Entweder hatte Tessa genug von Mariannes Launen oder Marianne von Tessas Rumgemäkel. Einmal kurz durchgewischt und alles ist wieder wie neu. Ach, schön wär's. Na. Da in der Schublade vielleicht? Ah, das ist immer schon doof, sich immer hinstellen, ne? Oh, das Ollis Tagebuch. Hier ist es. War klar. Ich hab's gewusst. Ob sie es gelesen hat? Na klar, sie war so neugierig. Sie hat die Passagen geschwärzt. Okay, sie hat sich auf jeden Fall informiert über Kinder, die so sind. Beziehungsweise die sich anders orientiert sind. Und gerne jung sein wollen oder Mädchen. Transgender. Tyler. Tyler. Was? Guck mal. Es lag da, auf ihrem Schreibtisch. Wirklich? Willst du mich verarschen? Okay, lass uns das jetzt nicht überinterpretieren. Das ergibt doch keinen Sinn. Sie war wütend, oder? Sie war wütend über meinen Haarschnitt. Sie griff mich wegen meines Haarschnitts an. Sie war wütend und ging auf dich los. Wir haben's gesehen. Was soll der Scheiß dann? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Tyler, komm her. Das kann sie mir nicht antun. Nicht jetzt. Da ich endlich einige Dinge begriffen habe. Oh, das war dein erster Fehler. Zu denken, dass irgendwas hier Sinn macht. Zehn Jahre unter der Erde und sie schafft es immer noch, uns zu behelligen. Ja. Ich glaube, ich brauche frische Luft.
weint er. Das ist aber eine Scheißsituation. Das ist so, sie ist immer nicht einverstanden und dann findet man das. Vielleicht ist auch jemand da hingelegt. Schon krass. War's das? Nee. Haben wir noch gar nichts gespielt, richtig, ne? Oh shit, du. Bist du dir auch wirklich ganz sicher? Bin ich. Jetzt mach. Okay. Oh, ist mir in die Haare geschnitten. Schöner Bob, bitte. Dann mal los. Toll aus. Im Ernst? Ja. Ich will es gleich Mom zeigen. Sie war in letzter Zeit so traurig. Mehr als traurig. Sie war echt unheimlich. Aber nicht heute Abend. Es war schon fast wie eine Party. Danke sehr, Allison. Du musst mir nicht danken. Du bist meine Schwester. Ich fühle mich mehr wie... wie dein Bruder. Bruder, Schwester, wir passen auf uns auf. Aber ich bin sicher, ich habe dir gerade einen schlechten Haarschnitt verpasst. Mom? Wir wissen, wie gut sie das findet. Nicht so clever, durch den Regen dahin zu gehen. Man weiß ja nicht, was sie vormachen wollte. Vielleicht wollte sie sich ja selber abschießen. Oder? Ach mein Gott, was steckt dahinter? Sehr spannend. Wie in so einem Film. Aber was wollte sie denn damit? Wollte sie sich selber eine Kugel in den Kopf jagen? Man weiß es nicht. Das werden wir natürlich noch rausfinden, aber... Schön, dass du es wieder hast. Fände ich auch. Vielleicht wollte sie herausfinden, wie es dir geht. Naja, sie hätte mich fragen sollen. Ich war kein verdammtes Forschungsprojekt, ich war ihr Kind. Wegen des Buchs. Ein Transgender-Kind aufziehen? Mann, weißt du, wie selten diese Bücher 2005 waren? Wollte sie herausfinden, wie sie mir helfen kann? Vielleicht. Sie war keine Hilfe, sie... Es ergibt keinen Sinn, ich weiß. Deine kurzen Haare haben sie aufgebracht, stimmt's? Allison, sie kannte mein Tagebuch, sie wusste es schon. Es war nicht meine Frisur. Und wenn das nicht stimmt... Scheiße.
Du denkst, sie hat's gelesen. Vielleicht hat sie das Tagebuch ja nie geöffnet. Und alles war genauso, wie wir immer dachten. Aber wenn doch, wenn alles anders ist. Gott, Tyler, sicher, vielleicht lagen wir falsch. Aber was nützen uns diese Fragen jetzt? Außer nicht mit dem Gedanken leben zu müssen, dass meine Mutter mich meinetwegen umbringen wollte? Tyler, ich weiß, dass du irgendwas finden willst. Irgendwas, das all dem hier einen Sinn gibt. Aber sie war gestört. Das ist alles? Sie war verrückt? Und das war's? Wir wären sicher besser dran, es hinter uns zu lassen. Warum sprechen wir nicht mit Leuten, die sie kannten? Vielleicht sagt ihnen das Buch ja was. Niemand will über Marianne sprechen. Sie tun, als hätte es die Nacht nie gegeben. Vielleicht weiß Tessa, es ist gut. Was ist mit Tessa? Sie war Marianne's beste Freundin. Sollen wir sie mal fragen? Sicher. Aber sei gewarnt, sie ist sehr empfindlich bei diesem Thema. Vielleicht redet sie ja mit mir. Ich war schließlich immer ihr Liebling. Ganz genau. Wahr. Aber wir müssen eh in den Laden. Zeug für die Reparaturen kaufen. Toll. Zwei Möwen und ein Stück altes Brot. Weiß nicht, ob mir der Vergleich gefällt. Hör zu. Ich weiß, du willst darüber nicht mehr reden. Aber anscheinend bist du erst zufrieden, wenn wir es tun. Also reden wir. Stimmt denn das nicht? Du warst heute so gereizt. Ist da noch irgendwas anderes? Nein, nichts. Das glaube ich dir nicht. Ich wäre gern auf derselben Wellenlänge. Ich dachte, das wären wir auch. Wir verkaufen das Haus so schnell es geht und bringen es hinter uns. Was ist mir wichtig? Hey, ich habe dir doch schon erklärt, warum es mir wichtig ist. Warum wehrst du dich immer noch so dagegen? Du hast das Haus während der letzten 3 Jahre ignoriert. Ich dachte, du willst nicht mehr Zeit als nötig hier verbringen. Oh. Also darum geht es hier. Vielleicht. Ja. Weißt du, dein Abschluss war vor 3 Jahren. Und wir treffen uns jetzt zum ersten Mal wieder. Ich war noch nicht bereit. Es ist nicht so, dass ich dich nicht sehen wollte. Ich war nicht bereit als Tyler hierher zu kommen. Ich wollte dich besuchen. Ich wollte bei deinem Abschluss dabei sein. Ich wollte dir einen Kuchen aus einer Backmischung backen und peinliche Fotos schießen. Ich weiß. Du hast dicht gemacht. Und als Antwort bekam ich nur Schweigen oder Ausflüchte. Ich habe mich vor allen versteckt. Echt? Ich wollte niemanden sehen. Ich hatte mit dem Testosteron angefangen. Und, oh Gott, ich hatte so fiese Akne. Meine Gefühle spielten verrückt und diese Gerüche, Allison. Diese Gerüche. Männer stinken. Ich weiß. Ich habe ein paar gedatet. Ich brauchte einfach Zeit, mit mir selbst klarzukommen, bevor ich das von jemand anderem verlange. Ergibt das Sinn? Ja, ergibt es. Warum verkaufen wir Stürzen? Also, ich dachte mir, müssen wir das Haus denn echt so schnell verkaufen? Das hatten wir schon. Wir waren uns einig, dass wir einen klaren Schnitt brauchen. Glaub mir, das weiß ich. Ich will ja überhaupt nicht lange bleiben. Nur bis wir einige Antworten haben. Und du denkst, die finden wir hier? Vielleicht nicht, aber es ist zumindest ein Anfang. Naja, es wäre schade, wenn es wirklich etwas gäbe und wir entsorgen's. Wie wär's, wenn wir suchen, ohne den Verkauf zu verschieben? Wenn wir sehen, dass wir noch Zeit brauchen, sprechen wir nochmal. Okay. Gut, haben wir einen Plan? Also, haben wir einen Plan? Yep. Wir befragen die Leute zu Marianne, aber wir halten uns auch an unseren Zeitplan. Wenn dir das so wichtig ist. Okay, dir. Super, dann haben wir schon was vor. Ollies Tagebuch. Ist lang her, seitdem ich diesen Namen gehört habe. Hab wirklich nur ich dich so genannt? Tatsächlich nicht. Hab den Namen Fireweed verwendet, bis ich mich für Tyler entschied. Die meisten hatten kein Problem mit dem Wechsel, nur leider nicht alle. Was meinst du? Einer meiner Schüler wollte mich einfach nicht Tyler nennen. Er lehnte meine Hilfe ab, so wie die von allen anderen. Tut mir leid. Mir gefällt der Name Tyler übrigens. Danke. Tu dies, tu das, ich kann dich auch noch nicht mehr hören. Tja.
Keine schlechte Aussicht, oder? Hab ganz vergessen, wie schön es ist. Erinnerst du dich, als wir den zugefrorenen See überqueren wollten? Klar, das vergesse ich nie. Marianne hat eine Stunde lang geschimpft. Naja, sie hatte eigentlich recht. Es war super gefährlich. Wenn wir reingefallen wären, tschüss, Kobolde. Wir sind am See aufgewachsen. Wir können dünnes Eis erkennen. Ring? Schöner Ring. Von deinem Freund? Komm, ich hab dir doch gesagt, dass ich Single bin. Reit nicht drauf rum. Warum kommt er mir bekannt vor? Ist ein Geschenk von Eddie. Er ließ beide zur gleichen Zeit machen. Beide? Oh, warte. Ja, er soll angeblich mit dem verbunden sein, den er dir gab. Auf spirituelle Art. Glaubst du an sowas? Du meinst, dass wir noch auf andere metaphysische Art verbunden sind? Du weißt schon, neben der, mit der wir Gedanken und Erinnerungen teilen. Punkt für dich. Okay, ich glaube, wir haben genug Zeit mit dieser Aussicht verbracht. Ich wollte ja nichts sagen, aber... Ja, ich weiß. Ich war der, der unbedingt gehen wollte, und dann werde ich plötzlich ganz sentimental bei der Aussicht. Geh vor, ich komme nach. Ich muss noch eine Nachricht beantworten. Ah, meine Schwester, der soziale Schmetterling. Wir haben anscheinend einen Eindringling. Was zum Teufel? Was ist er denn? Du hast noch 5 Sekunden, bevor ich meinen Besitz verteidige. Dein Besitz? 5, 4. Ich bin Tyler. Ich kenne keinen Tyler. 3, 2. Sam? Ellie? Was machst du hier draußen, Mädchen? Na, das ist unser Haus. Habe ich mit dir geredet? Sam, nimm die Waffe runter. Das ist Tyler, mein Bruder. Ein Bruder? Oh, Scheiße. Ich habe davon gehört, aber ich dachte nie. Du siehst ja wie ein richtiger Mann aus. Komisch, du auch, Sam. Du weißt, was ich meine. Ich wusste nur nicht, dass man als Frau so wie ein Mann aussehen kann. Na komm, ich bin einfach ich. Weißt du, ich versuche, ich selbst zu sein. Ich bin ganz einfach so. Naja, im Fernsehen habe ich ein paar weibliche Transvestiten gesehen. Nie einen männlichen. Sam, so sagt man das nicht. Was denn? Transvestiten? Ja, es heißt Transgender. Transgendermann. Das tut mir leid. Schwer in Dallas Crossing den Überblick zu behalten. Die Welt dreht sich ohne uns weiter. Schon okay. Wechseln wir einfach das Thema. Das klingt gut. Tyler. Danke, Sam. Und was genau hast du hier zu suchen? Oh, naja. Ich habe für euch den Ort hier im Auge behalten, weißt du. Das Dach ausgebessert, die Rohre geprüft, sowas alles. Danke sehr, Sam. Oh, ja, klar. Kein großes Ding. Wisst ihr, eure Mutter, sie war was ganz Besonderes. Sie hätte mehr verdient als, naja, was sie bekommen hat. Du hast doch immer Marianne bei Reparaturen und Umbauten geholfen. Oh ja. Oh, eure Mutter hatte ja keinen Mann im Haus. Deshalb habe ich geholfen, den Ort hier in Stand zu halten. Wie altmodisch von dir. Danke. Ich schätze, ihr beiden wollt immer noch verkaufen. Das ist der Plan. Und wir brauchen deine Schlüssel. Da du das Türschloss anscheinend gewechselt hast. Oh, ja, klar. Aber das Haus verkaufen? Seid ihr sicher? Gut oder nicht? Das ist alles, was bleibt. Auch ein paar schlechte Erinnerungen. Nicht alles. Die Waffe, mit der sie uns töten wollte, ist bestimmt auch noch da. Tyler! Was? Tyler will damit sagen, dass ein Neustart uns beiden gut tut.
Natürlich. Dieser Ort steckt sicher voller schlechter Erinnerungen. Aber vielleicht auch ein paar guten. Er ist stockbesoffen. Alla, hörst du mich? Tai, das sollten wir nicht machen, wenn wir gerade mit jemandem sprechen. Der ist stockbesoffen. Keine Chance. Er ist immer stockbesoffen. Naja, wer weiß. Vielleicht bringt ihn das zum Reden. Hör auf. Unsere Familie wirkt eh schon seltsam. Ah. Alles okay mit euch beiden? Klar. Nein. Ah, okay. Stand ich jetzt bei euch nah? Frag mal direkt. Wie gut kanntest du sie? Nicht so gut, wie ich dachte. Als ich hörte, was in der Nacht passiert ist, da dachte ich, die Leute verarschen mich. Das traf dich unerwartet, oder? Nichts kann das übertreffen. Andere sagen, sie hätten es geahnt. Ich nicht. Sollten gehen. Wir sollten gehen. Meinst du, mehr erfahren wir eh nicht? Nee, glaube ich nicht. So besoffen ist er keine große Hilfe. Dann sage ich ihm, er soll gehen. Gut. Wir müssen noch einkaufen und... Onkel Eddie erwartet uns. Also... Okay. Ja, natürlich. Na, dann los, ihr zwei. Sam? Wir müssen alle los. Oh, natürlich. Ich habe ja auch viel zu tun. Viel zu tun für den guten alten Sam. Ihr wollt Braun sicher nicht warten lassen. Danke, dass du nach dem Haus gesehen hast. Ach, gerne. Ich meldet euch gern, wenn ihr was braucht. Egal was. Ja? Sam? Hä? Sam? Hm? Die Schlüssel? Oh, klar. Natürlich. Natürlich, die gehören euch. Dieses Haus hat eurer Mutter viel bedeutet. Es war fast so, als war es ein Teil von ihr. Und als ob ein Teil von ihr immer noch hier lebt. Na, hoffentlich ist das Haus kein mordlustiger Psycho, der uns im Schlaf töten will. Oh. Ja, wieder. Ja, naja, passt auf euch auf, ihr beide. Hey, wir... Wir haben echt eine Menge zu tun. Okay, na los. Ich bin direkt hinter dir. Gut. Dann wollen wir mal los, würde ich sagen. Okay. Ach, ein starker Tobak, das Ganze eigentlich doch ein bisschen auch, ne? Muss man sagen. Aber spannend, muss man sagen. Also wirklich spannend.
Mein Grafisch schockt das ja irgendwie, ne? Das ist wie so ein Film, so ein bisschen. Also es macht schon Spaß zuzuschauen. Bereit für Veni Vidi Vecchi? Veni Vidi Vecchi? Achso, der Laden. Okay. Gut, reden wir mit Tessa. Aber denk dran, dass deine Erinnerung an sie schon 10 Jahre auf dem Buckel hat. Schon klar, doch das wäre nicht der Fall, wenn sie zu mir nach Fireweed gekommen wäre. Das ist sie aber nicht. Ich nehme an, das ist Michael. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Break. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, abonniert mich, wenn ihr Lust habt. Und wir schauen uns das Ganze in der nächsten Folge weiter an. Ich bin gespannt. Tschüss.